Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Hook On Channel. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht mit einer Tasse heißen Kaffee. Heute geht's für uns auf Wels, und zwar zwei verschiedene Arten. Einmal den Afro-Wels und einmal den American Blue Catfish, den blauen Katzenwels. Wie wir dabei vorgehen, das werdet ihr gleich sehen nach dem Intro. Wir sehen uns gleich am Wasser. Freunde, am See angekommen, JJ und ich, jede eine Route, mittelschwere Spinnruten hier mit einer 3000er Rolle, 0,35er Hauptschnur, Posenroute. Wir werden jetzt erstmal Topwater angeln, heißt an der Oberfläche, wir haben hier einen 3 Meter tiefen See vor uns, das heißt, wir werden alle Gewässerschichten mal durchgehen. Ich baue jetzt schon mal die erste Route auf und dann wollen wir mal gucken, ob wir den einen oder anderen Afro-Wels oder blauen Katzenwels erwischen. Also ich will jetzt erstmal so einen Spann, ich würde sagen, wir fangen im Mittelwasser erstmal an. Spann von 60, 70. So, dann habe ich hier drauf eine 6 Gramm Durchlaufpose, ausgebleit mit 5 Gramm, einen schönen starken Wirbel. Dann 0,30er Vorfach mit einem, ja, so ungefähr 4er Wurmhaken. Da haue ich mir jetzt einen schönen Taui drauf. Vielleicht noch zwei, aber ich glaube, einer reicht. Stech den nur ein paar Mal durch, damit er schön beweglich bleibt. Aber verdecke den ganzen Haken, so sieht das dann aus. Helf hier nochmal nach, dass er so ein bisschen austritt, der Haken. Und dann werden JJ und ich jetzt unsere Posen nebeneinander platzieren. Und dann versuchen wir einen schönen Live-Biss zu generieren. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Wünsche uns Glück, dass einer beißt. Wäre auf jeden Fall cool. Heute wunderschönes Wetter. Letzten Tage 18 Grad nur gehabt. Sehr, sehr kalt. Immer windig, immer Regen. Heute 24 Grad mit Sonnenschein und ein bisschen bewölkt. Los geht's. JJ zieht den, glaube ich, wieder ganz auf. Kann ihn ja auch auf die Vorfachschnur ein bisschen stülpen, so dass man den ganzen Wurm in der Länge präsentieren kann. Ist auch immer ein sehr guter Trick. Habe ich früher mal auf Aal gemacht. Mhm. Mache ich jetzt auch noch zwischendurch. Ne? Ja, auf jeden Fall, weiß ich ja. Entweder den ganzen oder nur einen Fetzen, ne? Genau. Selbe Montage wie ich, etwas tiefer noch und dann gucken wir gleich mal, was passiert. Haken ein bisschen verstecken, so ein bisschen Halt geben. So, so sieht das bei JJ aus. Ja, würde ich sagen, rein damit. Dann wollen wir mal gucken, meine lieben Freunde, ob wir den Wels überlisten können. Die Welse ziehen immer ziemlich nah an den Kanten entlang. Wie gesagt, hier ist 3 Meter tief. An dieser Stelle ist etwas flacher, so 1,50 Meter ungefähr. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Welse da aus den Kanten rausziehen können. Bis. Und? Fühlt sich nicht so schwer an. Fühlt sich nicht schwer an? Es könnte einer sein, Freunde. Es fühlt sich wabbelig an. Es ist einer, glaube ich. Nein, es ist ein Stör. Der fühlt sich voll wabbelig auch an. Auch schön. Nein. Nein. Der fühlt sich voll wabbelig an. Ganz cool. Oh, jetzt gehen wir. Jetzt. Zack, hat er einen Lüpfer da reingemacht. Wunderschöner Bursche. Richtig geile Fische, ne? Machen wir scharf hier. Oh. Freunde, wir teilen uns jetzt ein bisschen auf. Ich weiß nicht warum, aber die Welse, die sind noch nicht so bissig, wie wir uns das vorstellen. Wir sehen immer wieder welche, gar keine Frage. Versuchen es auch in allen Tiefen, haben es Topwater versucht, Mittelwasser und auf dem Grund, aber so richtig wollen sie noch nicht. Deshalb teilen wir uns jetzt auf.
Ich habe mir meine freie Leine fertig gemacht. Ihr wisst, nur Vorfach plus Haken. Und hier am Knotenpunkt habe ich mir ein ganz kleines Bleischrot dran gemacht. Das nutzt dafür, dass der Köder nicht ganz so langsam runtergeht wie ein Blatt, sondern schon so im Sekundentakt langsam absinkt. Das ist nämlich auch wichtig, sonst könnt ihr da stundenlang sitzen und der Köder kommt einfach nicht unten an. Und wie gehe ich damit vor? Mein Lieblingsköder fürs Störangeln ist Lachs. Einmal wegen seiner Farbe, zweitens wegen seiner Fette und weil der ein Geruchsträger ist wie Sau, also der gibt richtig Duftstoffe ans Wasser ab. Und durch die feinen Barteln des Störes bekommen die das sehr, sehr schnell mit. Also auf jeden Fall häufiger, als wenn man mit normalen Ködern angelt. Er ist auf jeden Fall 1000-mal besser als ein Wurm zum Beispiel. Und damit versuchen wir jetzt ein paar schöne Live-Bisse zu generieren. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen zu Gesicht. Dafür schmeiße ich jetzt nur hier an die Kante. Hier gibt es zwei abfallende Kannen, einmal auf 1 Meter und einmal auf 2 Meter. Und da befinden sich meistens alle Fische. Zack. Und die Bisserkennung läuft jetzt rein über die Schnur. Ihr müsst immer auf eure Schnur achten. Wenn ihr nach vorne zischt, Bügel geschlossen lassen, Bremse vernünftig einstellen, Anschlag. Matschlachs. Lock vom Hocker. Oh, Biss. Da war Biss. Locker vom Hocker. Locker vom Hocker, Digga. Wenn das nicht mal schon einer gewesen ist, du. Nur strafft sich bis und sitzt. Da ist er, der Fisch. Schöner Stör. So schnell geht das. Das ist ruhig, hier so hinkommen. Ja. Ja, der konnte dem Lachs auf jeden Fall nicht widerstehen. Schön an der Kante gefangen, ungefähr 1,50 Meter tief. Hat auch nicht lange gedauert. Ein paar Minuten. Oh, gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall ein gutes Gewicht, der Bursche. Ja, ist ein cooler Fisch auf jeden Fall. Sehr cooler Fisch. Alle Marke los. Wunderschöne Tiere. Perfekt gehakt. Immer dran denken, meine lieben Freunde. Alles schön mit Schonhaken. Das heißt, ihr habt keine Widerhaken an eurem Hakenschenkel dran. Das ist besser für die Fische. Falls die mal schlucken und abgeschnitten wird, dann könnt ihr den Haken so wieder verlieren. Du holst den auch noch raus, Alter. Du hast den letzten Mal rausgeholt, den Waller. Den Wels, Entschuldigung. Und dieses Mal willst du ihn auch rausholen, Maus. Es ist einfach deine Bestimmung. Ach so. Also JJ gibt auf jeden Fall alles, dass wir den Wels noch zu Gesicht bekommen. Wir haben auch noch genug Zeit. Streifenbarsche sind auch noch drin. Die werden bisher nur auf Käse gefangen. Aber wir haben Zeit, um das alles auszuprobieren. Jetzt geht erstmal noch mal ein bisschen Lachs rein. Wo ist er hin? Ja, welchen Lachs ihr denn nehmt, das bleibt euch überlassen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Hersteller und manche Hersteller, da ist er so leicht vertrocknet, wie bei diesem jetzt hier. Und diese vertrockneten, die finde ich richtig gut, weil die besser am Haken hängen. Jetzt piekse ich den immer so zwei, dreimal auf, verdeckt die Hakenspitze. Das könnt ihr bei Lachs ruhig machen, weil der so weich ist, dass egal was für einen Anschlag ihr macht, der kommt immer durch. So, nochmal freie Leine. Hat ja gut geklappt. Ihr habt gesehen, wenn der Fisch abzieht, dann seht ihr das an eurer Hauptschnur. Und wenn er dann gut auf Spannung ist, dann gebt ihr den Anhieb und dann sitzt er meistens auch schon. Vorführeffekt.
Boah, so gefällt mir das Ganze auch schon viel besser, ne? Nicht diesen ganzen Schnickschnack, Pose, Blei, Wirbel, Stopper. Da muss einfach nur Hauptschnur, Haken, Köder und das Ding zischt smooth ab. Ich bringe euch mal näher an die Geschichte ran, damit ihr das auch seht. So, nur für euch. Jetzt gucken wir mal, ob ihr das auch mitkriegen könnt, wenn die Hauptschnur loszieht, wenn der Biss kommt. Und die Schnur geht los. Oh nee, da sitzt er wieder. Wieder stören, meine Lieben. Wieder Stör, meine lieben Freunde. Und wie gesagt, Lachs ist einfach der Lieblingsköder der Störe. Wir können nachher auch nochmal Hering ausprobieren und Käse, den haben wir auch noch mit. Sind auch sehr, sehr gute Köder. Und ja, wieder ein schöner Fisch. Boah. Ich war gerade abgelenkt, mein Pose ist kurz runtergegangen. Ja, was? Mir war ich gerade so kurz nicht da. Kleine Haie hier. Die kleinen Haie. Wieder perfekt gehakt, kein Problem. Lachs noch dran. Wunderschöne Fische, Freunde. Wunderschöne Fische. Es macht mega Spaß. So lange her. Aber wir wollen ja noch den blauen Katzenwels unbedingt erwischen. Und den Afrowels auch noch. Ob uns das gelingt. Ihr müsst dranbleiben, Freunde. Wir gehen ja auch noch in den Abend hinein. Vielleicht beißt es da noch mal viel besser. Wo ist der denn hier? Wer? Der Lachs jetzt. Den habe ich gefangen jetzt aus der Tüte. Der war noch dran. Nee, war nicht dran. Echt nicht? Nee. Was machst du? Fängt sich seinen atlantischen Lachs. Ja, Mann. Vielleicht bald. Atlantischer Lachs. Oh, was ist da los? Oh. Jetzt versuchen wir mal einen aus der Mitte rauszuholen. Nicht meine Fische, ne? Nein. Da geht er. Oh, das war was anderes. Losgelassen? Ja. Lümmel. Wir hatten hier einen Karpfen. Was macht der? Stark gewesen, aber vielleicht hat es noch nicht gewirkt. Alter. Was ist mit ihm? Bock. Der hat Bock. Wahnsinn. Was ist mit ihm? Weiß noch nicht. Er hat stark. Ist stark. Geht. Aber Power. Vielleicht ein kleinerer Diamant. Ja. Gelb. Gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall gleich auch noch mal einen Tipp für euch, Freunde, nachdem wir den Fisch zu Ende gedrillt haben. Der ist normaler. Aber er ist kräftig wie Sau. Ja, hier. Wahnsinn, was eine Power. Yes. Oh, das ist gar nicht so klein, ne? Nee, der ist gut. Ja. Passt gerade so rein. Boah, ja, der ist dicker. Boah, ist das schöner. Ding, Alter. Der ist schon groß. Ja. Ja, das ist schon einer von der größeren Sorte, meine lieben Freunde. Komm ruhig näher dran ein bisschen.
passt gerade so drauf jetzt. Ach so, ja, so wahnsinnig groß. Schöner Schlürfer, meine lieben Freunde. Auch auf Lachs gebissen, hat sehr, sehr tief geschluckt. Aber mit einem vernünftigen Hakenlöser kriegt ihr den wieder raus. Perfekt, wa? So, Freunde, komm mal ran hier. Das ist mein Geheimtipp für euch. Ihr kennt das ja, Hering und Lachs. Ja, Hering, da kann man es nicht mitmachen, aber mit Lachs kann man es machen. Der zerfällt sehr, sehr schnell, weil er sehr, sehr weich ist. Mein Trick ist immer, hier unten seht ihr es, die Schichten da schön runterziehen. Und wenn ihr die Schichten dann in die Sonne auf den Rasen legt, dann trocknen die so ein bisschen an. Das seht ihr auch mit der Zeit. Nach einer halben Stunde werden die voll fest. Dann könnt ihr die richtig gut anködern und dann bleiben die auch richtig lange am Haken hängen. Und im Wasser werden die natürlich wieder weich und das tut dem Bissen überhaupt keinen Abbruch ab. Also macht das ruhig, legt euch hier so ein Stück auf den Rasen, lasst das antrocknen und ihr habt auf jeden Fall eine bessere Rate, dass euch der Köder nicht mehr so schnell abfällt. Jetzt machen wir nochmal einen dran. Macht auch Spaß, ne? Ich nehme mal so, ja, dass ich einen dicken Klumpen da unten habe. Ein gutes Stück Lachs. Dann bin ich den da 4-5 Mal drüber, dass ich so einen Mini-Klumpen habe. Den kann jeder Fisch sehr gut aufnehmen. Und dann hauen wir das Ding wieder raus und warten auf den nächsten Laufbiss. Störe sind Kantengänger, da könnt ihr immer gezielt hinwerfen. Selbst in 30 cm tiefem Wasser werdet ihr die Störe dort antreffen, weil die Runden laufen. Und die suchen sich so die Nahrung, die von den Kanten ins Wasser fällt. Genug Theorie, jetzt will ich noch einen Laufbiss. Biss. Oh, weg. Schnurschwimmer vielleicht. Von der Kante, aber es ist leider ein Stör. Ich glaube, der hat schon mal gebissen, der Boy. Also witzig ist es, Peter, der Besitzer, hat gerade eben Lachs ganz am Rand gelegt, da ist 3 cm tief, man kann den Lachs sehen und er hat mir gesagt, dass er beim letzten Mal das mit Speck gemacht hat, da haben sich die Fische den Speck hier von der Kante weggenommen. Jetzt haben wir gerade den Lachs da hingelegt, ich gucke da hin, hat sich da ein Streifenbarsch den Lachs in 3 cm tiefem Wasser rausgelegt. Komm auf hinter dir, ich stand da. Unsere Predatoren, Urzeitfische, der Stör, Alter. Ich liebe dieses Tier, ne? Wow! Hey, hey, hey. Oh. Der ist dick. Oh, das ist auf jeden Fall bis jetzt der dickste heute. Der ist gut schwer. Richtig schöner Stör auf jeden Fall. Oh, der hat sich fett gefressen, Freunde. Junge, was ein geiles Tier. Freunde. So, mein Lieblingsköder habt ihr ja jetzt gesehen. Meine Lieblingsmontage, die wisst ihr jetzt auch. Einfach die freie Leine, ohne irgendwelches Gedöns, keine Pose, kein Blei, kein Wirbel, kein nix. So kann jeder Fisch einfach abziehen, ohne überhaupt den kleinsten Widerstand zu spüren. So, den ersten Köder habt ihr gesehen, das war Lachs. Jetzt sehen wir den zweiten Köder, schön Hering. Das ist mein zweitliebster Köder. Man denkt immer, oh, so in saure Gurken und so eingelegt, das funktioniert nicht. Aber es funktioniert sehr, sehr gut, weil diese Duftspur, die da rauskommt, die lockt die Fische immer extrem an. Kriegt ihr überall im Fachhandel, den Lachs auch. Ist ganz egal, was ihr nehmt, das wird alles genommen von den Fischen. Ja, und wenn ich mir das Stück hier dann jetzt rausnehme, dann halbiere ich mir das immer einmal mit dem Messer. Und dann schneide ich mir das in kleine Stücke. Was auf jeden Fall wichtig ist dabei, Freunde, dass der wieder kühl gestellt wird, weil der zerfällt übelst leicht. Kannst du mir den mal abnehmen? Na, Lobo. Dankeschön, mein Engel. So, Essen ist auch bestellt. Es gibt heute Käsesoufflé, Pommes und eine schöne kalte Coke. Aber jetzt gilt erstmal den Hering anzuködern und damit nochmal einen Fisch zu überlisten. Der piekst sich immer nur zweimal durch.
erst durch die Nicht-Hautseite, dann durch die Hautseite, dann hängt hier der Haken so drüber weg und das funktioniert wunderbar auf die Fische. So, dann warten wir mal. Worauf warten wir denn? Essen. Ach so. Hier, Mietzi hier, sie haut sich den Lachs rein. Hast du da ein bisschen was Leckeres hingelegt? Schmeckt dir der Lachs, Mietzi? Steht so, bitte nicht stören. Luxus. Oh, das zieht ja schon los. Hat losgelassen. Nur den Köder geklaut. Oh, er ist noch dran. Wieder Stör. Wahnsinn, Freunde. Ihr seht's, auch Hering funktioniert wunderbar. Nicht nur der Lachs bringt gut Störe, auch der Hering, der lag, glaube ich, noch nicht mal 2 Minuten oder so. Wahnsinn. Also die Störe haben echt Bock heute. Schönes Tier. Schon verloren? Schon verloren. Okay. So gerne den Hering. Boah. Geh mal dahin. So gerne er den Hering genommen hat, so gern spuckt er ihn auch wieder aus. Göttlich, Freunde. Ich würde mal sagen: Frühstückspause. Frühstück? Ja, Leute, heute mal was anderes. Hier so ein Käsesoufflé. Habe ich auch noch nie gehabt. Ich dachte, das wären mehrere, aber es ist ein Käsesoufflé. Probieren wir gleich mal. Erstmal eine Pommes. Guten Hunger, Maus. Sehr gut. Sehr gut. Dazu eine kalte Cola. Das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Zumindest störtechnisch und montagentechnisch. Die Welse haben wir schon 2-3 Mal dran gehabt, aber es ist nicht so einfach wie gedacht. Wir machen weiter. Diamantstör. Selten hier, ne? Diamond. Das beim Essen, ne? War klar, oder? Aber ich wollte immer noch. Ja, Wels. Am Rand, aber ja, wie ich trotzdem immer. Essen mit kalt. Also hier, du holst ihn jetzt raus, dann machen wir ein schönes Foto. Bis gleich. Junge, was ist das für ein schönes Ding, Alter? Aha. Das war mir gar nicht bewusst. Guck mal, wie schön der gezeichnet ist, Alter. Mausi! Aha, was ein geiler Fisch! Also der geht ja nochmal mit in die Geschichte ein. Ja, Mausi, Alter. Der sieht so geil auf dem Video aus. Ich glaube, der ist so schön gelb, ne? Gold ist der, nicht nur gelb. Das beim Essen, ne? Das beim Essen, Junge. Das ist ein richtig schöner Dinosaurier. Guckt euch mal die Färbung an, Junge. Wow, Mausi. Also ein dickes Petri dir, wa? Das ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, Freunde, ne? Aber es ist unglaublich. Jedes Mal, wenn man irgendwas macht, Tee, Kaffee, Zigarettenpause, irgendwas essen, was zu essen bestellt, immer dann passieren die unglaublichsten Dinge. Was war das denn gerade für ein schöner Fisch, meine lieben Freunde? Also wenn ihr das auch immer habt, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben das jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir Pause machen, beißt das Heftigste. Göttlich. Fast das letzte Stück auch noch aufgegessen. Ich habe eine Idee, Freunde. Damit einen Störfang. Du brauchst noch ein bisschen mundgerechter. Nicht so gierig, mein Freund. Mann! Oh! Was ist denn? Da ist er. Den hauen wir jetzt am Haken, Junge. Damit fangen wir noch ein. Da nochmal die Montage, damit ihr es mal im Ganzen seht. Hauptschnur, da dran geknüpft mein Vorfach. Ganz, ganz kleines Bleischrot, damit es ein bisschen schneller absinkt. Und jetzt, meine Lieben. Ich wollte sowas schon immer mal machen, ne? Einen schönen Käsesoufflé, einen schön frittierten Köder. Einmal durchgestochen. Jetzt piekse ich ihn einfach da so wieder rein. Seht ihr? Och.
Ey, wenn da jetzt noch einer drauf beißt, das wäre richtig geil, Freunde. Obwohl das den Stör von gerade, den Diamantstör, den kann. Oh Mann, ey, du, was ist mit dir? Ich bin behindert, Leute. Das ist richtig behindert. Das gibt's doch nicht. Wie kann man so blöd sein? Ich bleib jetzt einfach hier sitzen. Ja, Freunde, ob der nochmal einen Fisch bringt hier, der Käsesoufflé. Also ich bin mega gespannt, ne? Wir hauen das Ding rein, dann stelle ich die Kamera nochmal auf und dann könnt ihr den Live-Biss mitverfolgen. Der kommt gut. Der Käsesoufflé? Ja, der leuchtet so schön. Der ist wie ein Pop-Up, ne? Ja, der leuchtet so schön. So, ich baue die Kamera auf. Er hat gerade gebissen, Junge. Was? Auf Käsesoufflé. Ja? Ich schwöre. Reingemacht, Junge. Ich sag, jetzt warten wir so lange, bis er darauf beißt. Sofort abgezogen, Junge. Shit, nicht gekriegt, ne? Was ich gerade gefangen habe? Ah ja, ein von den Diamanten. Gelben Diamantstör, diesen gelben. Okay. Der, der ist voll Gold, Junge. Ja. Der sieht aus wie ein richtiger Diamant, ja, Alter. Ja, da musst du aufpassen, man wird deine Hand kaputt. Wieso, hast du Bakterien? Ja. Ja, ich bin doch empfindlich, du weißt das doch. Ich bin so empfindlich. Bis. Ja, jetzt habe ich ihn auf Käsesoufflé. Ja, siehst du, Peter muss ihm kommen. Glück. Warte, ich hole ihn wieder. Nee, willst leider noch nicht. Streifenbarsch auch noch nicht. Aber hier, Freunde, der Käsesoufflé bringt auch was. Könnt ihr auch hier zum Mittagessen bestellen oder natürlich auch als Köder. Was machst du? Oh. Warte, komm gleich. Jetzt. Junge! Den kleinsten Fisch kann er nicht bändigen, oder was ist das da gerade? Kleine Fische, die kann man manchmal gar nicht bändigen. Er ist süß. Süß, oder? Ja. Auf dem Käsesoufflé. Denkt dran, könnt ihr hier bei Peter bestellen. Nochmal den Käsesoufflé rein. Mal in die Mitte. Vielleicht kriegen wir da ja unseren Striper. Oder den erhofften Wels. Ich habe mir jetzt gerade nochmal den Käsesoufflé in Kombination mit Hering gegönnt. Das hat mir, glaube ich, einen echt schönen Stör gemacht. Das ist der Dings, der Hausen. Der ist schön. Das ist der Hausen. Eieiei. Zeig dir nochmal. Der schneidet was dicker, Alter. Krass, ne? Das ist, glaube ich, nicht der Hausen. Ich glaube, das ist einer von den sibirischen, aber so fett gefressen und groß. Ach so. Ich glaube, der ist richtig ausgewachsen jetzt. Er sah auf jeden Fall krass aus, ja. Das muss man sagen. Boah, krass. Fast zu, die Bremse, ne? Wahnsinn. Schnurrt. Der hat auf jeden Fall Kraft, Alter. Ja, wieso zuletzt immer ist, meine lieben Freunde? Fisch! Und dann auch so ein Monster. Boah, eine Kraft. Boah. Wahnsinn. Boah, krank. Das ist schon ein Unterschied zu den anderen Stören, definitiv. Gebissen jetzt auf den Käsesoufflé Hering. Boah, ist ja stark. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, langsam. Er wird langsamer. Boah, eine Welle. Stark, alter Maus. Das glaube ich dir. Das sieht auch heftig aus. Der Sprudelbad. Der ist ja stark. Komm mal hoch. Oh, er soll dahin. Er kommt wieder weg. Ups. Ich sehe nur eine Kreisrunde an. Ah, der ist auch ein Pump. Das ist ein guter Bursche. Er kann schon Musik spielen hier. Crazy. Das ist selten, ne? Das ist eher selten hier. Ja. Boah. Guter Abschlussfisch. Ja, gab's gesehen. Schön.
Hering? Ja, Hering und Cheese Soufflé. To eat. Ja, okay. Das ist ja unglaublich, Freunde. Der letzte Fisch nochmal so ein Kaliber. Aber guck mal, ich krieg den gar nicht ran. Der war schon ein paar Mal hier, aber der geht immer wieder los. Der ist echt kräftig, der Boy. Ich will erst noch mal sehen hier. Das schön auf die mittlere Rute, das ist so geil. Schön auf die freie Leine, das ist meine Lieblingsmontage. Also besser kann Tag nicht sein. Boah, ist der krank stark. Guck, ich kann nichts machen. Aber jetzt wird er langsam langsamer. Er kommt auch nicht hoch, ne? Da kann ich nichts machen. Manchmal. Wie gut, dass wir jetzt nicht am Essen sind, wa? Ja. Wenn wir jetzt am Essen gewesen wären, wäre ich selbst durchgedreht. Alles kalt. Der Drill dauert ja länger als die 10 Fische, die ich vorher gefangen habe. So kann man das sagen. Wie kriegen wir den? Ja, ist ein dicker. Ist ein dicker. Ist kein Beluga. Aber er ist dick. Aber ein sehr, sehr fettgefressener Stör. Und da ist er. Ja, eingepackt. Boah. Maschine, krass, was ein, ne? Unterschied. Ja, oh Gott, das ist ja, der passt gerade so im Kescher, ey. Ist das doch, dick. Oder? Danke, Bro. Nee, ist keiner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich welche haben. Der andere sah letztes Mal auch nicht so aus. Wie Beluga. Die haben alle so viel Schrier im Mund. Ja. Aber heftig, ne? Ist der dick, ey. Der ist heftig dick. Da muss man nochmal Fotos von machen. Oh. Yes! Das ist crazy. Boah. So. Jetzt Foto. Ich hab wieder gefurzt. Beim Moderieren abfurzen, Junge. Das bin Kloppi gewesen, Freunde. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne wissen, mit einem Daumen nach oben, habe ich hier nochmal abgefurzt hier beim Abmoderieren. Wahnsinn. Lasst uns gerne wissen, mit einem Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare rein, Freunde. Vor allen Dingen sollt ihr schätzen, was heute der größte Stör war. Wie groß war dieser Stör? Und schon könnt ihr eine wunderschöne Tüte Biggie Baits gewinnen. Die zeige ich euch mal. Kannst du noch? Was ein Drill. Da sind auf jeden Fall die wunderschönen Biggie Baits. Ich habe euch hier einmal die Biggie Trouts in ja, so ein Schlumpfblau, Slimy Green gemacht. Und auch die Mikro-Trouts in derselben Farbe nochmal. Soll ich dir was sagen? Die habe noch nicht mal ich gehabt. Die, habe ich auch noch nicht gehabt. Nee, ich wollte gerade sagen, die haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist hier so eine richtige Neuerscheinung für euch, Freunde. Also die wurden noch nie gefischt. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt einfach rein, was ihr denkt, was der größte Stör war. Und schon hat einer von euch diese wunderschönen Köder gewonnen. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben euch lieb und tschüss. Geil. Genommen. Richtig schicker Bart. Maus! Komm, ein richtig fetter Bart. Weg ist er. Geil, Freund gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Mhm. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterher gekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zander, Maus! Alter. Kleiner Zander, Junge.